Nächster Redner, Herr Abgeordneter Dietmar Keck. Dietmar Keck, Zentralbetriebsrat der Föst. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Ich muss dem Herrn Primarius Sachsinger recht geben. Jawohl, die Situation in den Krankenhäusern ist so. Und ich weiß, es ist auch in deinem Klinikum Wilkeskirchen, genauso wie es im Cook in Linz ist. Und die Problematik der Covid-19-Epidemie ist vorhanden, das kann man nicht leugnen. Und da ist natürlich Eigenverantwortung und viele Dinge sind gefragt, wie zum Beispiel auch Verordnungen, die rausgehen. Und da muss man sagen, wenn man sich die letzte Verordnung anschaut, lieber Herr Minister, da stellt es mir teilweise die Haare auf, wenn ich mir das ansehe, und auch den Bewohnerinnen und Bewohnern von Österreich. Da ist zum Beispiel erlaubt, dass im Spitzensport, und man braucht ja Brot und Spiele, wenn sowas ist, Fußball erlaubt ist. Da dürfen 22 einen Ball noch laufen, wenn er durchgeschossen wird, fallen sie sich um den Hals, puzzeln sie an und alles Mögliche. Aber ist erlaubt, man hat sich nur die Nationalmannschaft angeschaut. Aber Herr Bundesminister, ich habe schon alles da, Herr Bundesminister. Aber, und jetzt muss man anzeigen, wenn ich mir anschaue, und jetzt komme ich dann nachher drauf, es gibt ja die Berufe der Tierbetreuer, heißt das so schön, von der Wirtschaftskammer, das sind die, die Tierpensionen betreiben, die Tierbetreuungen machen, die Hunde betreuen und so weiter. Denen ist es verboten, ihre Trainings abzuhalten, weil ein Einzeltraining dieser Betreuer unter Veranstaltungen fällt, Herr Minister. Das heißt, er darf seinen Klienten nicht weiter betreuen, obwohl er sich auf einer Freifläche bewegt, wie in diesem Raum herin. Das sind nur zwei Personen. Das darf er nicht machen. Das ist verboten. Und dann fängt die Problematik an, wenn ich mir anschaue, die WKO sagt aber dann, nein, ist erlaubt. Und jetzt habe ich wirklich, ich übertreibe nicht, zig Personen in den letzten Tagen kontaktiert, weil sie äußerst unsicher sind. Sie wissen nicht mehr, was los ist. Und wenn ich mir dann anschaue, das ist eine Liste der WKO, die schreiben zum Beispiel, alle Dienstleistungen inklusive körpernahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel mobile Friseure oder mobile Kosmetiker, bei Privatkunden zu Hause sind grundsätzlich zulässig. Aber der Friseur muss zusperren bei dem Geschäft. Jetzt weiß keiner mehr, was erlaubt ist. Die WKO schreibt das eine, die Verordnung vom Ministerium sagt das andere aus und die Bevölkerung von Österreich ist verunsichert bei den Ganzen. Das heißt, Herr Minister, ich würde dich wirklich bitten, schauen wir doch, dass wir praxisreale, dass wir keine praxisfernen, sondern praxisreale Verordnungen hinbringen. Und wenn es das mit deinen Juristen nicht schafft, ich kann dir nur einen Tipp geben, tausch sie bitte aus. Denn dieses Verordnungschaos, was die schon angerichtet haben, ist doch nicht mehr normal bei den Ganzen. Es kennt sich keiner mehr aus. Wir wissen, dass wir die Pandemie haben. Wir wissen, dass die Pandemie schrecklich ist, dass es die schrecklichste Pandemie ist, die wir seit 100 Jahren haben. Das hast du schon gesagt zu den Ganzen. Aber durch das Verordnungschaos deiner Juristen in deinem Haus entsteht noch viel, viel mehr Problematik bei den Ganzen, weil es kennt sich keiner mehr aus. Es weiß keiner mehr, was er tun darf mit diesen Verordnungen, die du ausgibst. Es weiß keiner mehr, an was er sich halten muss. Es weiß keiner mehr, werde ich jetzt bestraft, werde ich jetzt nicht bestraft. Ich werde zum Beispiel gefragt, wem darf ich mir als Bezugsperson aussuchen, weil das so drinnen steht? Weil Bezugsperson heißt, wenn ich mehrmals in der Woche Kontakt habe. Heute hat mir eine Großmutter gefragt, ich habe mit meinen Enkeln nur alle 14 Tage Kontakt, bin ich eine Bezugsperson? Das heißt, alles, wie es in deiner Verordnung steht, ist wirklich dramatisch. Ich würde Sie bitten, mach sie bürgernahe, deine ganzen Verordnungen, dass sie jeder versteht und auch dementsprechend einhalten kann.